Es ist atemberaubend, was wir aktuell an den Märkten sehen. Das ist der DAX und zwar in der Kasse. Und wir sehen nochmal den starken Rücksetzer hier auf Tagesbasis. Immer noch ein gutes Stück entfernt von den gleitenden Durchschnitten, die 200er-Tage-Linie. Also ein bisschen, was das angeht, hätten wir sogar noch Platz. Und auch was das Zwischenhoch hier angeht. Also es ist noch alles völlig in Ordnung, wenn auch deutlich größer, als man sich das eigentlich erwünscht oder erhofft hat. Trotz alledem, wie ist denn so eine starke Abwärtsdynamik eigentlich noch zu vertragen oder zu verstehen im Gesamtbild? Ist das noch in Ordnung? Tatsächlich ist das, was wir hier als Bewegung haben, so A, B, C runter, dann zugegeben, hier bin ich nicht so ganz so überzeugt, ist das wirklich korrektiv, ist das impulsiv? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so sehr, aber insgesamt danach nochmal ein Schub runter. Das Ganze könnte durchaus als eine Flat-Korrektur, eine Seitwärtskorrektur aufgefasst werden. Das ist ein sicherlich sehr technischer Begriff, aber etwas, was noch immer in Ordnung ist. Und dass die Fünffäller jetzt so langsam zu Ende kommen hier, so sieht das ja aus, wenn man hier sieht, in Trendrichtung so langsam, aber sicher lässt die Dynamik nach. Wir drehen so ein bisschen hier ein. Es sieht ein bisschen wackeliger aus. Es ist noch nicht gesagt, dass der Kurs jetzt steigt, aber es sieht ein bisschen nach Endmöglichkeit aus. Bevor wir allerdings kaufen, muss der Markt wieder mal einen Schub nach oben machen. Das ist noch die Hausaufgabe, die uns noch bevorsteht. Noch haben wir das nicht. Lassen wir uns da mal überraschen. Überraschen lassen sollten wir uns auch, was Shimizu-san uns jetzt sagt, denn der hat immer ganz viel Ahnung von den Märkten und deshalb wollen wir mal zu ihm gehen, mal gucken, was für ihn heute ganz wichtig ist, denn er guckt sich immer die Nachrichten an. Einen kurzen Abstecher zu Mano-chan. Hi. What is most important for you today? I'm so difficult, ne? Ja, so ist ne. Muss ich ne? Naja, na. So, Shimizu-san, ne? So, Shimizu-san. Das haben wir noch ist, ne? Help me. Er muss retten, deshalb frage ich jetzt ihn, Shimizu-san. What is most important for you today? I have to go home and I have to eat my dinner and I get to home there like 1 o'clock in the morning and some mornings when I get home I don't really want to eat anything but my wife's already in the bed and she has prepared the dinner so if I don't, unless I have to eat. Oh. It looks a little bit. Es sieht ein bisschen aus, als ob es nichts Wirkliches gibt für die Märkte. Gibt es irgendwas? Is there something really important today? Oh, okay. I am sorry. I got carried away. Today we have. At the moment we are waiting for the U.S. market open in about half an hour. ADP is out shy, a little bit shy from the expectation. 135,000 added. We're expecting like 140,000. And I guess our expectation is getting smaller and smaller ever since about 24 hours ago when ISM announced their manufacturing PMI, which came below 50 for 2 months in a row and really, really, really shattered the confidence in the market. Look at the market right now, pre-market, we only had an ADP, and the European stocks are down, and S&P waiting for open futures are currently down 0.4% from yesterday. We had a really big drop yesterday, and we might have another one today, and October is only second, October the 2nd. In October, we had a lot of dramas and stories in October. Well, we might see something like that, but we have the nervous investors at this point, and the market is pointing to a low opening. What more do you want? Indeed, indeed. It's a good one. Well, it's a drama, ladies and gentlemen. Have a good trading. Thanks a lot for your insights. Arigato gozaimashita. Also, ich werde das nochmal kurz zusammenfassen. Nebenher drehe ich mich mal einmal so, dass man den Hintergrund noch sieht, wie das hier sonst tagsüber aussehen würde. Denn heute ist ausnahmsweise wegen Konzert noch Beleuchtung hier im Hintergrund. Tatsächlich ist es spannend, was im Moment an den Märkten passiert. Shimizu-san hat es erwähnt, gestern ISM-Index sehr, sehr schlecht ausgefallen. Das hat den Markt natürlich stark bewegt. Heute ADP-Data, also Arbeitsmarktdaten, nicht die ganz wichtigen, aber immerhin schon mal als ein bisschen Vorbote. Die sind ein bisschen harmlos noch ausgefallen. Also da ist vielleicht noch mehr, was wir da zu erwarten haben, wenn dann die richtigen Daten dann rauskommen. Wir wissen ja immer, erster Freitag im Monat, da gibt es die Arbeitsmarktdaten aus Amerika. Da sollten wir uns mal überraschen lassen. Ansonsten, der Oktober ist ja sowieso für das ein oder andere Drama gut. Wir müssen also damit rechnen,
dass da noch die eine oder andere heftige Bewegung folgen wird, es möglicherweise nicht dabei bleibt. Ob es jetzt vielleicht doch dreht, das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh zu sehen. Heute hier in der Show, wenn ich hier gleich was zu sagen habe, in der Hoffnung, dass ich da was zu sagen kann, das wäre der 50-Tage Moving Average, der jetzt im Moment gerade angepinkt wurde. Und da ist jetzt die Frage, hält er oder hält er nicht? Das letzte Mal, wo der Markt da rangekommen ist, ist er einfach durchgeschossen. Von oben nach unten. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie es dann beim nächsten Mal aussieht. Das könnte uns heute schon blühen. Also es gibt gewisse Chancen, dass der Markt zumindest mal heute und die nächsten Tage Stärke zeigt. Drücken wir mal die Daumen dafür. Aber noch ist es zu früh. Wir müssen da heute noch drauf gucken. Jetzt können Sie noch mal einmal auf das Schlussbild gucken. Einmal zusammen alle unsere besten Glückwünsche für heute. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye.